ich habe mir gewünscht, dass wir da der Bundeslava spielen. Und wir nehmen euch natürlich mit und los geht's. Wir sind jetzt im Zug und sind gleich im Zoo. Freust du dich? Ja. Du fährst nicht so oft Zug, ne? Ava, Boden ist Lava. 5, 4, 3. Oh, du hast es geschafft. Du warst nicht mit dran. Der Boden ist Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Verbrannt. Nein. Hier ist eine irre Schlange. Ganz da unten irgendwo ist der Eingang zum Zoo. Aber Ava, der Boden ist Lava. 5, 4, 3. Gut gemacht. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich drinnen. Warte, du sagst, der Boden ist Lava. Nee, du darfst erst ruhig gucken. Ava, der Boden ist Lava. 5, 4, 3. Sehr gut. Ganz super gemeint. Aber Ihnen, der Boden ist Lava. 5, 4, 3. Nee, du bist verbrannt. Wir machen die Challenge. Schafft ihr es mit 5 Sekunden gehen, dann auch immer schlagen, die Glocken zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt so in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreibt, könnt ihr und ein Tier-Emoji in die Kommentare. Und für uns geht's jetzt richtig los. So, die beiden bestaunen gerade hier den Kran. Wow. Wow, so einen haben wir in Europa noch nie gesehen. Das sind jetzt die Löwen. Oh wow. Und die Ava spielt ihr eigenes Boden ist Lava gerade. Super schwer hier zu filmen, es sind so viele Leute da. Da oben sind dann noch viele mehr. Cool, ha? Indische Löwen. Ian, der Boden ist Lava. 5, 4, 3, 2. Unfall! Unfall! Fail! Die verschiedenen Fellarten, Ava. Und wie die zur Tarnung dienen, kannst du da lernen. Und wie waren die Tiger? Gut. Der Boden ist Lava. 5, 4, 3. Gut gemacht. Nicht verbrannt. Wir sind noch nicht mal hier eine Stunde und ich habe schon Hunger. Dann holen wir was. Lecker. Da sind kleine Babyziegen. Oh. Sind die nicht süß? Oh Gott. Mama, guck mal, sind die Eier nicht cool? Ich komm auch mal mit. Meinst du, die sind echt? Keine Ahnung, aber ich weiß, was echt ist. Dass der Boden Lava ist. 5, 4, 3. Ah, Achtung, 3. Bongo. Der One. Das zeigt uns nur seinen Popo. Danke, wer will schon den Popo sehen? Mach mal einen Bongo von der Seite. Jetzt können wir es richtig sehen und nicht nur den Popo. Da ist irgendwie kein Tier. Das ist total verwildert. Das ist ein Tier. Invisible Tier. Ja, unsichtbare. Des Kaisers neue Kleidertiere. Ja. Ja. Komm, zum Papa. Giraffen. Ava, der Boden ist Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Verbrannt. Da sind die Giraffen. Die haben Riesenhälse. Jetzt seht ihr die doch noch mal besser. Da sind Pelikane. Die sind so cool. Schaut mal die schönen Farben. Ihn meint gerade, er hat gehört, die sind voll gefährlich. Aber der hat krasse Farben. Das sind Nashörner. Pinguine, geh gucken. Seelöwen und keine Pinguine. Ich habe mich da gerade voll getäuscht. Hast du die gesehen, Ava? Die sind unter Wasser, da sieht man jetzt nur eine Flosse. Zoo ist anstrengend. Im Zoo braucht man immer viel zu essen, ne? Es ist super schön hier. Oh Gott, ich brauche meine Sonnenbrille. Es ist wärmer als ich dachte, aber der Zoo ist brechend voll. Es ist richtig schwierig, was für euch zu filmen, ohne tausende von anderen Leuten einzufangen. Aber wir machen gerade eine Eispause und dann wollen wir jetzt gleich noch auf den Spielplatz hinter uns und dann in das Fledermaushaus. Ava, der Boden ist Lava. 5, 4, 3, 2. Gerade geschafft. Wow. Die Fische sind ja cool. Eine Schildkröte.
Oh, und der ist auch toll, schaut mal. Die sind riesig, ja? Wir haben endlich die Pinguine entdeckt. Der schüttelt sich hier cool. Cool, hä? Super cool. Das ist ein Sonnenanbeter. Ihn versucht Ava zu zeigen, wo so ein Lizard sich versteckt. Und sie kann ihn einfach nicht sehen. Hast du ihn jetzt gesehen? Ja, da ist er. Der ist wirklich kaum zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den in der Kamera erkennen könnt. Guckt euch mal diese riesen Heuschrecken an. Stellt euch mal vor, die hättet ihr im Garten. Wir haben gerade eine Spinne gesehen, die ein Insekt gefressen hat. Und Ava war gar nicht so glücklich. Leider ja. Wie viele Flaschen schmeißen die aus? Schrecklich, oder? Total schrecklich. Ist dir warm, mein Schatz? Ja. Mir auch. Komm mal mit. Okay. Wo führt es? Ich weiß nicht, wo das hinführt. Können wir gucken mal. Hier ist irgendwo ein Denken zu den Pandas. Oh, ja, ja, vielleicht sind da Pandas. Sehen wir irgendwas? Nee. Ava, der Boden ist Lava. 5, 4, 3. Gut gemacht. Okay, aber was finden wir jetzt hier? Weißt du, wen wir verloren haben? Den Papa verloren. Ava sucht ihren Papa. Na klar, kann ich. Und da ist auch Ian, der studiert nämlich die Karte, wo wir als nächstes hinwollen. Wir haben nichts gefunden, außer viel Bambus. Wow, Bambus. Mhm. Cool, ne? Interessant. On top of the world. Da oben ist ein Babyaffe. Süß. Die sieht man richtig gut. Und der eine macht den anderen sauber, seht ihr? Erdmännchen. Die sind süß, ne? Oh, da sind ganz viele. Ava, der Boden ist Lava. Ian, genau. Ihr wart aber eigentlich schon sicher. Ein Riesenglobus, ja. Da siehst du, wo die ganzen Tiere zu Hause sind, die wir gerade gesehen haben. Ava, was war eigentlich dein Lieblingstier von heute? Die Enten. Die Enten? Na toll, die hätten wir auch nicht im Zoo sehen müssen. Die Mama hat da noch ein Baby hin, aber das kann man jetzt gar nicht richtig sehen. Oh mein Gott! Oh nein! Das hat deins weggeschossen. Ian, Ava, was seht ihr da? Die haben schon voll Angst jedes Mal, wenn ich ihren Namen sage. Aber Ian, Ava, der Boden ist Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Oh Ian, ich dachte, du schaffst es nicht. Ich glaube, die beiden kriegen schon Schweißausbrüche, wenn ich nur ihren Namen sage. Oh Gott, ist der cool. Oh, Ava, du gehst lieber einen Schritt zurück. Guck mal, der futtert vom Boden. Voll der rote Popo. Ava guckt immer noch die Affen an. Wir sind aber jetzt durch. Ich hoffe, euch hat unser Zoobesuch mit unserer Boden ist Lava Challenge gefallen. Wenn ihr auch so gerne in den Zoo geht wie wir, lasst uns doch bitte einen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen euch dann. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.